So, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial, wo ich euch zeigen werde, wie man für Minecraft richtig einfach Mods installieren kann und wie man auch eigentlich jede beliebige Version downgraden oder halt auch updaten kann. Das Ganze geht mit dem Minecraft Version Changer. Der Download ist auch in der Beschreibung, das ist ganz einfach. Ihr klickt bloß drauf, Download und dann habt ihr das auch schon. So, dann öffnet ihr das und dann werdet ihr hier dieses Fenster hier haben. Dann haben wir einmal hier links so ein kleines Fenster mit verschiedenen Zahlen und so. Aber da kann man sich ja schon denken, was das ist. Das sind die Versionen von Minecraft. Hier haben wir jede Version, die es bisher gab. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne unten gerne die Snapshots anschalten. Aber ich habe sie aus, da mich die Snapshots eigentlich eh nicht so interessieren. Und ja, so. Hier rechts kommen wir jetzt zu den Mods der neuesten Version oder der Version, die ihr halt gerade gepatcht habt. Und ja. Ich mache jetzt mal meine alten weg und dann mache ich mal cleanen. Das muss weg. Und das muss weg. Das und das muss auch weg. Und das muss auch weg. So. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal hier auf Version ändern. Dann wird das jetzt sozusagen, es ist eine komplett neue und frische Jar, die ich da jetzt installiert habe. Und ja. Dann können wir jetzt, könnt ihr euch einen Mod aussuchen. Ich werde jetzt einfach mal Optifine mitnehmen. Der ist hier. Macht einen Haken drauf, geht auf Version ändern. Dann wartet ihr kurz. Dann seht ihr, dass es hier vollgeladen hat. Dann macht dieses komische Bombengeräusch. Könnt ihr auch ausschalten, falls es euch nervt, aber ich habe es im Moment an. Dann nehme ich noch den Matmos-Mod. Da steht ja noch benötigt Forge oder Modloader. Müsst ihr euch entscheiden. Also bei mir ist es aber so, wenn ich den Forge mit Optifine installiere, dass mein Minecraft hat einen Black Screen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist halt so. Also ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Also ihr könnt es einfach mal ausprobieren. Es ist nicht so schlimm, wenn er jetzt Black Screen ist. Dann macht er einfach bloß alle Mods hier wieder so entfernen. Geht auf Version ändern und dann ist der Black Screen weg. So. Dann geht er hier auf Version ändern, sobald ihr halt eure Mods halt ausgesucht habt. Wartet ihr kurz, dann macht es bumm. Und dann könntet ihr jetzt auch direkt auf Start Minecraft gehen. So, aber jetzt zeige ich euch erstmal nochmal, wie man den RAM in Minecraft erhöht. Das ist mir dafür nützlich, wenn man jetzt hier, jetzt sag ich mal, wenn ihr jetzt alle Mods hier anhabt, auch wenn das glaube ich kaum geht, weil nicht alle Mods miteinander kompatibel sind, dann ja, dann braucht ihr auf jeden Fall mehr RAM, weil bei zu vielen Mods, dann ist das manche etwas, ja, etwas verkackt. Dann stürzt Minecraft halt die ganze Zeit ab. So, das Ganze geht mit dem Magic Launcher 1.0.0. Der Download wird auch in der Beschreibung sein. Ist auch eigentlich ganz einfach zu downloaden. Wenn ihr es nicht hinbekommt, dann sagt mir Bescheid, dann werde ich es euch einfach mal zeigen. So, dann geht ihr auf jeden Fall hier auf Setup. Da hat sich jetzt so ein neues Fenster geöffnet. Dann geht ihr hier auf Advanced. Und dann hier bei Memory. Dann gebt ihr da jetzt ein, also 2048 habe ich. Ich habe jetzt 6 GB RAM, Arbeitsspeicher. Das ist nicht gerade viel, aber es reicht auf jeden Fall. Ich werde auch bald neue, mehr Arbeitsspeicher holen. Aber wenn ihr jetzt nicht weiß, wie viel Arbeitsspeicher ihr habt, dann geht ihr hier auf eure Windows-Tastengedöns, geht auf Systemsteuerung, sucht denn, ja, könnt auf kleine Symbole, also ist eigentlich egal, wie ihr es halt haben wollt. Manchmal haben es auf Kategorie ganz normal. Dann geht ihr auf jeden Fall hier auf System. Und dann steht halt hier installierte Arbeitsspeicher 6 GB. So, dann wisst ihr, ihr habt 6 GB und dann wisst ihr auch, was ihr halt davon halt auch benutzen könnt. Ihr dürft aber auf keinen Fall alles benutzen, also all euer Arbeitsspeicher, weil dann habt zwar Minecraft eine ganze Menge, aber der Rest eures PCs ist dann total am Abkacken und das ist dann nicht gerade sehr gut. Ja, auf jeden Fall, dann gibt ihr jetzt, sage ich mal, ein 1024. Das sollte eigentlich reichen, eigentlich. Sollte schon ziemlich für sehr viele Mods und auch Texture Packs reichen. Und ja, auf jeden Fall, ich habe jetzt 2048. Sicher, sicher bei mir. Und ja. Dann geht ihr hier auf Tests und dann könnt ihr halt nachschauen, ob halt alles funktioniert hat oder halt auch nicht. So, bei mir hat jetzt funktioniert alles und ja, ich werde jetzt erstmal wechseln zu Fraps und dann sehen wir uns gleich wieder in-game in Minecraft. Bis gleich. So, wir sind jetzt im Menü von Minecraft und ja, als erstes werden wir jetzt mal in die Options gehen, Video Settings und
Ja, dann sehen wir, dass wir jetzt wieder ein paar neuere Sachen haben. Aber dazu werde ich euch jetzt nicht informieren, weil dazu habe ich schon ein Video gemacht. Das verlinke ich mal eben hier rechts. Und ja, dann können wir uns ja nochmal in einem anderen Video sehen und oder hören, besser gesagt. Und ja. So, wir kommen jetzt zum eigentlichen Hauptthema. Und zwar gehen wir jetzt einfach mal in den Singleplayer. Ich nehme mal hier die New World. Und ja. Zwar habe ich hier jetzt ja einmal diesen komischen Matmos-Mod, das ist ja ein Audio-Mod, der sorgt für neue Sounds und so. Dann habe ich ja noch Optifine, der halt die Performance und den ganzen Shit halt noch erhöht. Und ja, das wird jetzt auch ganz bestimmt nicht mehr so schnell abschmieren, also abstürzen. Also die Fehlermeldung war ja, Minecraft has run out of memory oder irgendwie so war ja die. Die Meldung, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich hatte die zwar schon sehr oft, aber jetzt schon nicht mehr so lange, weil ich ja den Magic Launcher benutze und den Minecraft Version Changer. Ja, also mit dem Minecraft Version Changer kann man wirklich sehr schnell super geile Mods installieren. Und ja, wenn euch denn mal der RAM fehlt, dann könnt ihr einfach den Magic Launcher benutzen und ihr habt doch genügend RAM. Es ist eigentlich alles sehr praktisch, das zu benutzen, weil. Ja, da könnt ihr 80 Mods innerhalb von 10 Minuten installieren und dafür bräuchte man halt bei den meisten Mods wirklich viel länger. Zum Beispiel der GLSL Shaders, den habe ich vorher auch nie manuell installiert bekommen. Ich weiß auch nicht warum, aber ja, hiermit geht es jetzt auch wirklich super einfach. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch soweit helfen. Und ach ja, da habe ich ganz noch vergessen. Wenn ihr jetzt F3 drückt und oben rechts schaut, dann seht ihr, dass ihr da 1962 MBit habt oder MB. Ja, vorher hattet ihr hier nur irgendwas mit 900, das heißt, ihr habt jetzt knapp das Doppelte bekommen. Und ja, so schnell wird euch Minecraft jetzt auch nicht mehr abschmieren, das garantiere ich euch. Es sei denn, ihr habt natürlich so ein 512 mal 512 Texture Pack installiert mit dem Super Shader und 80 andere Mods, dann kann es schon mal vorkommen, dass es abstürzt, aber dann müsst ihr auch mehr RAM installieren, eindeutig. Ja, also. Das war's dann jetzt auch an sich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst bitte einen Kommi da, eine Bewertung. Egal wie, Daumen hoch oder runter. Ich nehme jede Bewertung an, damit ich weiß, was ich besser machen kann. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir und ich werde sie bestmöglich beantworten. Ja, ich bedanke mich dann fürs Schauen. Halt die Ohren steif, Leute, und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.